Hallo und willkommen bei Subnautica. So, heute geht's dann endlich mal los. Wir werden unsere Unterwasserbasis errichten. Das erste Fundament hat man ja bereits gesetzt. Ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen Titan eingepackt. Das sind ja die ersten Bestandteile, um zu bauen. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich mit einem weiteren Fundament an. Warum das jetzt hier doch größer ist. Wir tun das erstmal wieder wegmachen. Irgendwie stimmt hier doch was nicht. Jetzt haben wir so ein großes Fundament und hier bloß so ein kleines gehabt. Ich werde auch mal schauen, obwohl ich wollte gerade sagen, mein neues Gebiet, aber komm. Oder? Bauen wir woanders hin? Ja, so. Ist doch ein schönes, großes Fundament. Okay, Fundament sitzt, passt, wackelt nicht. So, jetzt aber schnell hoch. Wir brauchen Atemluft. Ja, wir sehen schon, durch so ein Fundament wird die Basis verstärkt. Jetzt. Vier Titan. Also wenn das so weitergeht, haben wir bald Titanmangel. Aber das nützt nichts. Wenn möchte ich schon ein bisschen ordentlich was bauen. Oxygen. Wieso ist denn jetzt schon wieder die Luft alle? Ich habe da extra eine Sauerstoffflasche mit. Ja, da geht schon los. Titan fehlt. Wir haben bloß noch zwei Titanen. Das heißt, nichts mit Bauen heute. Wir müssen Schrott sammeln. Ja, wir haben reichlich Platz. Das heißt, wir werden jetzt Schrott sammeln und noch ein paar Blasenfische fangen. Denn wir sehen schon, dass unser Durst wird stärker, wir brauchen wieder Wasser. Schrott, Moment, da wollte ich doch mal schauen. Irgendwo ist doch hier so ein unterirdischer Geysir-Vulkan. Da kommt immer was rausgeflogen. Ja. Da wollte ich doch mal schauen, ob das hier liegen bleibt. Oder wie sich das verhält. Vulkan. Okay, dann halten wir uns doch mal ein bisschen fern. Aber hier liegt was. Au, au, au. Was jetzt? Böse, böse. Da gehen wir nicht wieder hin. Weg hier. Wir suchen Schrott und Blasenfische.
Da läuft Schrott, überall Schrott. Und Quarz brauche ich noch. Fällt mir gerade ein, Quarz. Jetzt ist bloß die Frage, wie sah Quarz aus? Ach ja, der Sauerstoff. Mensch, ich könnte mir auch noch eine... Ja, ist Quarz? Salz. Ich wollte gerade sagen, ich müsste mir vielleicht noch eine zweite Sauerstoffflasche mitnehmen, aber dann habe ich halt weniger zum Lagern. Ich sag mal, es läuft schon. Also, haben jetzt einiges an Schrott gefunden. Muss bloß nochmal den ein oder anderen Fisch für Wasser ausfindig machen. Oh ja, mal schön Salzbrocken, wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay, und hier hinter der Mauer habe ich noch was gesehen. Schrott. Sehr schön. Ja, okay. Kann man das jetzt nehmen oder? Scannen kann ich es nicht. Nehmen kann ich es auch nicht. Moment. Der dehydriert uns. Nützt nichts. So, Blasenfisch. Minus 16 Wasser. Der kann weg. Hier haben wir Wasser. Das trinke ich mal. Ich kann den immer noch nicht nehmen. Ich dachte jetzt, es liegt daran, dass das Inventar zu voll ist. Natürlich ein schönes Fortbewegungsmittel. Ah, wenn ich jetzt hier weggehe, den finde ich nie wieder. Ich kenne mich. Orientierung ist gleich null. Wir müssen hier noch irgendwas... Irgendwas muss hier mal weg. Wir müssen das mal testen. So, der gute Metallschrott. Der liegt hier, okay. Den werden wir ja wieder finden, hoffe ich mal. Wow, was war denn jetzt? Hallo? Was war denn das? Schrott abbekommen oder wie, oder... Seekleiderfragment. Ich kann das aber nicht aufnehmen. Naja, also wenn ihr wisst, warum ich das jetzt nicht aufnehmen kann, oder wie ich das verwenden muss, schreibt's mal in den Kommentaren. Hätte ich jetzt vielleicht mal das Reparaturwerkzeug dran versuchen müssen. Nee, das... Ach, Moment. Ich habe ja das falsche Werkzeug in der Hand. Ich habe ja das Reparaturwerkzeug.
Ich wollte ja hier den Scanner nehmen. Ah, sorry. So bin ich leider. Immer ein bisschen daneben. Na also. Jetzt haben wir's. Kalksteinablagerung, okay. Titan. 30 Sekunden. Ja, oh, Inventar voll. Sieht aus wie Kupfer. Jetzt müssen wir mal auftauchen. Inventar ist voll. Ja, ein Rappelputz voll. Ja, haben wir doch schon mal ein schönes Fundament. Ja, Wasser ist ein bisschen eng. Desinfektionsmittel. Wo bekomme ich denn das her? Desinfektionsmittel. Wir machen erstmal ein bisschen Titan, damit der Bau vorangeht. So, weiter geht's. Ach, jetzt auch noch Nacht. So, machen wir gleich noch zwei Fundamente dran. Okay, also nach hier werden wir das erweitern. Würde ich sagen, wir machen hier hinten irgendwo den Eingang hin. So, und da wollte ich jetzt genau diesen Mehrzweckraum. Oha. Sehe ich überhaupt nichts. Das ist total schlecht bei Nacht. Ich erkenne nichts. Ich werde den jetzt auch nicht bauen. Ich möchte das jetzt hier nicht versauen. Wo ist denn jetzt unsere Taschenlampe hin? Batterie? Oxygen. Ja, ich weiß, da war die Batterie alle, aber... Wo ist die hin? Ja. Weg. Ich
wollte noch ein paar Blasenfische sammeln, dass wir uns nochmal stärken können zum neuen Tag. Inventar, ja, haben wir ein bisschen Platz. Hier haben wir auch schon einen. Ach, gleich ein Club schon mitgefangen. Na. Na, hat uns abgehangen. Hat er uns verarscht. Denkste. Hier haben wir dich ja wieder. Was ist denn das hier? Der hat wohl irgendwas mit. Ah. Oh, Aurora, da müssen wir weg. Da gibt Strahlung. So, zurück. Wir kochen ein bisschen Fisch und werden noch was zu trinken herstellen. Und ich hoffe mal, dann ist die Nacht bald rum und wir können noch den Mehrzweckraum setzen. So, Nahrung, Wasser. Müsste man eigentlich reichlich herstellen können. Ich glaube, 3, 4 Fische gefangen. Ja, ich habe das vorhin auch mal getestet mit dem gekochten und gepökelten Fisch. Also gekochter Fisch bringt uns, wenn wir den gleich nutzen, Wasser dazu. Und gepökelter Fisch entzieht uns sofort Wasser, da der ja salzhaltig ist. Also sage ich mal, zum sofortigen Verzehr lieber den Fisch kochen als pökeln. So, weg, Schmackofatzen, den können wir auch gleich mit. Okay, 4 Flaschen Wasser. Da können wir aber ruhig mal 2 einlagern. Haben wir so ein kleines... Ach, können wir nicht. Ist alles voll, ja, diese Fische können weg. Tun wir uns nachher schön in unserem Mehrzweckraum in den Schrank hinstellen. Da machen wir dann mal richtig viel Wasser rein, so für Notfall, wenn wir keine Lust haben. Haben wir dann immer was zu trinken da. Okay, wir sind satt und sitt. Also wer da drauf gekommen ist, naja. So, da haben wir gesagt, nach hier. Eigentlich ist es egal, wo wir den Eingang... Pass auf, wir machen den in der Mitte. Mehrzweckraum, so. Ja, geht nicht in der Mitte, komm. Zack, dahin. Was soll's? Nee, oder? Jetzt schwebt der in der Luft. Jetzt ist er nicht mehr auf unserem Fundament. Wenn ich den jetzt dekonstruiere... Jawohl. Wenn ich den dekonstruiere, kriege ich dann komplette Ressourcen wieder. Und ich sehe das jetzt hier auch. Also diese... Das Fundament, das schwebt so ein bisschen. Man sieht das wackeln. Mit dem gleichen Takt wackelt jetzt der Behälter. Wenn ich jetzt noch einen bauen würde.
Vielleicht hätte der so tief rauf gemusst. Ich baue mal jetzt nicht weiter. Da muss ich mal noch warten, wie ich das mache. Oder setze ich das Fundament höher? Ach komm. Ich lasse das mal einfach so. Wir bauen weiter. Im Notfall setzen wir das Fundament einfach höher. So, Mehrzweckraum haben wir. Dann können wir jetzt eine Luke. Oder wir haben auch einen Shot. Aber ich denke mal, wir brauchen eine Luke. Da müssen wir nochmal Glas holen. Quatsch, was will ich denn hier? Glas brauchen wir. Blei, Salz, Glas. Brauchen wir noch was? Nicht, dass ich jetzt momentan wüsste. Oh. Emergency power only. Oxygen production offline. Okay, also wir müssen hier raus. Wir haben ja noch keinen Sauerstoff drin. Ja, aber ich würde mal sagen, ich werde mal hier die Folge kurz beenden. In der nächsten Folge geht es uns fort weiter. Wir werden mal weiter bauen. Mal sehen, was wird, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall gut. Dann sage ich mal, wir sehen uns wieder. Bis dahin und ciao.